Hallöchen. Oder, naja gut, das hat sich ein bisschen, ich will ja nicht sagen, schwul angehört, aber irgendwie ja schon. Ich habe die... Ich will jetzt endlich mal wieder ein neues Video machen. Ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe, ich bin laut genug. Und zwar... Ich möchte einen Klingelton erstellen und dann im Nachhinein auf Zetsch hochladen. Das ist so eine. Ich zeig das mal gerade. So eine Video. Kann man halt alles hin hochladen. Klingeltöne, Benachrichtigungstöne. Und da gibt es halt ganz viele Klingeltöne, die man hier runterladen kann. Ne? Und ich will euch zeigen, wie man das hochlädt, wie man einen Klingelton ja, wie man einen Klingelton erstellt und dann hochlädt. So, ihr braucht dazu den Ringtone Maker. Ich habe einfach halt bei Google eingegeben Ringtone Maker und dann dieses hier. Und dann habe ich das installiert. Und ja, ich finde das keine schlechte Idee mit dem Teil. Dann klickt man halt drauf, sucht sich einen Song aus, den man haben möchte. Ich habe jetzt Ice Cream schon hochgeladen und Dos Bros, das neue von The Boss Hoss, das will ich hochladen. Ich habe das so gemacht, ich habe den Song runtergeladen, dann bearbeitet habe ich ihn auch und kann man dann halt hier zuschneiden, wie man es haben will. Und dann konnte man es halt so einstellen, wie man es haben will. Und man kann natürlich dann auch, na, man kann anhören und halt dann so einstellen, wie man haben möchte. Und das war dann halt der Song und den habe ich umgeformt in diesen Klingelton. Und den habe ich dann persönlich jetzt auch als Klingelton auf meinem Handy. Und ich kann euch dann irgendwie mal den Link in die Beschreibung tun von dem Song. Dann könnt ihr euch den auch so runterladen, ohne Zetsch, wenn ihr das haben wollt. The Boss Hoss habe ich hier auch. So, ihr habt jetzt gesehen, wie man den Song so umformt, dass man einen Klingelton daraus hat. Also fange ich jetzt an, es hochzuladen. Und dazu braucht ihr den Browser und die Datei. Ihr geht in den Browser, gebt ein Zetsch. Ne? Dann drückt ihr da auf den Link drauf oder gebt es so ein. Dann wird euch ganz wichtig jetzt die Web-App angezeigt im Internet. Die App. Aber damit könnt ihr nichts anfangen. Deswegen geht ihr irgendwo, muss es bei euch sein, auf die Desktop-Version.
Und dann sieht das ungefähr so aus. Und dann könnt ihr hier, müsst ihr euch einen Kanal erstellen. Das habe ich natürlich jetzt schon. Und bei MyStuff sieht man dann, was ich schon gemacht habe. Hier, das ist der Klingelton. Und ich möchte jetzt den anderen Klingelton hochladen. Das geht über Upload. Dann kann man hier auf Upload drücken. Dann möchte ich einen Ringtone hochladen. Dann gehe ich auf Bros. Dann Audiodateien. Das sind meine Audiodateien. Dann gehe ich hier auf DOS Bros. Video Klingelton Klingelton. So. Dann gehe ich auf Upload. Natürlich geht das sehr schnell, ist klar. Und dann warte ich eine Sekunde, ein paar Sekunden, bis der dann genau. So. Und jetzt. Und jetzt lädt es halt noch ein bisschen. Jetzt kann ich gucken, ob alles so ist, wie ich das haben möchte. Wenn das der Fall ist, gehe ich auf Done. Also done, wenn jemand kein Englisch kann. Dann klicke ich hier auf Titel. DOS Bros. Bros. Ich glaube, so wird das geschrieben. In die Beschreibung schreibe ich rein. My new Android 21. Yeah. So, die Tags, was nehme ich da? The Boss Horse. The Boss Horse und Boss DOS Bros. DOS Bros. So. Dann mal drauf gucken, dass Public da steht. Die Kategorie natürlich ganz wichtig. Dann nehme ich Dance, weil es zu Dance gehört. Und dann drücke ich auf Submit Ringtone. Achso. Die Tags. Habe ich vergessen? Natürlich muss immer Komma getrennt werden. Submit Ringtone. So. So. Ich hoffe, man hört mich die ganze Zeit laut genug. Ich hoffe es einfach nur. Das kann ein bisschen dauern, genau. Congratulations, the ringtone was successfully uploaded to public gallery. So wollte ich das. Und somit habe ich den Klingelton hochgeladen und kann ihn bei MyStuff sehen. So, perfekt. Und der OMFG, den habe ich
2.10. heute und 26. September und er hat schon 403 Downloads und ich hoffe, die Downloads wirken sich auch, wenn ich so viele Downloads wie das habe, als Abonnenten habe, das würde mich auch freuen. Also, wenn ihr Lust habt, ne, abonnieren gerne gesehen. Ja, was gibt's da noch so alles? Liken, das Video liken, wenn es euch gefallen hat und Fragen stellen, wenn euch was unklar ist. Immer in die Info-Beschreibung. Na? Und dann wünsche ich euch, mal sehen, ich will mal gucken, ob ich mich googeln kann. Aptroid 21. Mal sehen, ob ich zu finden bin. Auf jeden Fall bin ich zu finden. Bei Bilder vielleicht auch. Oh, das ist alles meins. Ach du Scheiße. Die haben alles von mir. Die haben meine wichtigsten Infos. Das ist unfair. Alles, die können alles, die wissen alles über mich. Okay, das bin ich nicht. Okay, ich hab, ich bin, ich hab einen neuen. Jammern bringt überhaupt nichts. Ja. Mit Fleiß Ja, und ja. Positiv. Ja. Oh, so sehe ich zum Glück nicht aus. Der ist ja richtig böse. Der sieht ja böse aus, der Typ. Besonders seine Augen. Ah. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst ein Däumchen da oder ein paar Abonnenten, würde ich mich auch freuen. Fragen in die Kommentare geschrieben, bitte. Oder Glückwünsche oder nichts Negatives, bitte. Weil alles, was mich mobbt, lese ich erst gar nicht. Bye bye. Tschüss.